Ah, die Karibik. Der perfekte Urlaubsort, um mal richtig die Seele baumeln zu lassen. Und weil die Steuern hier so niedrig sind und die Finanzkontrollen minimal, lässt sich hier auch ganz entspannt Geld verstecken. Dabei kommt das Geld eigentlich von hier, die Schweizer Tochter der britischen HSBC. Das jüngste Datenleck Swissleaks beweist, über Jahre hat die HSBC in Genf ihre Kunden bei kriminellen Geschäften unterstützt. Das englische Mutterhaus hat diese Bank in der Schweiz damals 1999 gekauft, weil sie diese Art von Kundschaft wollte. Sonst hätten sie nicht, die haben 10 Milliarden bezahlt für das. Sonst hätten die nicht 10 Milliarden Dollar bezahlt. Um rund 100.000 vermögende Kunden geht es und mehr als 100 Milliarden Euro. Und so hat das System HSBC funktioniert. Wer sein Geld vor den heimischen Steuerbehörden verstecken will, eröffnet ein Konto bei der HSBC in Genf. Dort bekommt er ein Nummernkonto, das statt mit einem Namen mit einer Nummer verknüpft ist. Mit dieser Nummer können wiederum mehrere Unterkonten angelegt werden. Das Geld wird aufgeteilt. Als zusätzliche Verschleierung kann das Geld beispielsweise hinter einer Stiftung verborgen werden, mit Sitz in einem Steuerparadies. Doch nicht nur bei der klassischen Steuerhinterziehung war die HSBC behilflich. Auch bei Geldwäsche halfen die Banker kräftig mit. So wurde zum Beispiel Geld aus fragwürdigen Deals mit Diamanten bei der Bank angelegt. Unter den Kunden der Schweizer HSBC finden sich gleich mehrere tausend Edelsteinhändler. Auch Geld aus Drogengeschäften fand sich in den Konten der Bank. Und sogar zahlreiche Waffenhändler sollen Kunden der Bank gewesen sein, darunter Top-Finanziers der Terrororganisation Al-Qaida. In meinen Augen hat sich diese Bank klar schuldig gemacht. Wenn es einige Fälle sind, okay, aber das sind da 100.000. Also ist für mich ganz klar, die haben dieses Geschäft gesucht. Das heißt Steuerhinterziehung, Geldwäscherei. Die meisten der rund 100.000 HSBC-Kunden kommen aus der Schweiz selbst. Danach folgen Frankreich und Großbritannien. Doch auch außerhalb Europas waren die Services der Genfer Filiale beliebt. Besonders in Brasilien, den USA und Mexiko. Einen weiteren Kundenschwerpunkt hatte die HSBC in Südafrika und Saudi-Arabien. Fast überall auf der Welt hatte die Genfer Filiale ihre Kundschaft. Den ehemaligen Credit Suisse-Banker Hans Geiger lassen die Vorwürfe gegen die HSBC eher kalt. Die Bank ist nicht verantwortlich für das Geschäft der Kunden. Oder? Wir haben heute diese unsägliche Diskussion um die Steuern und man will die Banken verantwortlich machen, dass die Kunden ihre Steuern bezahlen, was ein totaler Unsinn ist. So geht es nicht. Das ist die neue Moral, aber es ist nicht eine Moral, sondern es ist irgendein politischer Unsinn. Die HSBC selbst hat diese Woche noch einmal Fehler in der Vergangenheit eingeräumt. Sie beteuert aber, mittlerweile habe man sich von den problematischen Kunden getrennt. Nur, wie glaubhaft ist das?